Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Server-Rundklubsch. Ich weiß es Leute, man hört aktuell sehr wenig von mir. Das kann ich auch ganz gut erklären. Nun ja, wir haben es jetzt mittlerweile August. Und ja, das bedeutet so, der Sommer ist vorbei und vielleicht habt ihr schon mal irgendwo im Video erwähnt. Aber ich bin eher so ein Sommermensch, das heißt im Sommer mag ich einfach alles zu tun. Also Sommer ist für mich so eine richtige Zeit, wo ich das Leben genieße. Und da ist es halt doof, dass ich immer jetzt im Hinterkopf habe, oh, der Sommer ist bald vorbei. Zusätzlich ist auch jetzt aktuell die Zeit, viele aktuell, die Abiturienten kennen das, zumindest die NRW-Abiturienten, ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist. Die Studien fangen bald an, die Ausbildungen fangen bald an. Und ja, in letzter Zeit bin ich einfach die ganze Zeit sehr viel unterwegs. Das erinnert mich so ein bisschen an Zeiten, als ich noch so 12 war oder so. Nur, dass sich die Zeiten halt ein bisschen verschieben. Damals immer so, man kam aus der Schule und dann hat einer angeklingelt, ey, kommst du raus? Und dann war man bis 8, 9 Uhr draußen. Und jetzt verschieben sich die Zeiten. Man wird um 23 Uhr auf WhatsApp angeschrieben, ey, kommst du raus? Und dann ist man bis 4 Uhr draußen. Fährt mit dem Auto durch die Gegend und so weiter, macht ein bisschen Scheiße und man alle genießt nochmal jetzt richtig das Leben und da steige ich halt auch mit ein, auch wenn ich dieses Jahr nicht in der Ausbildung oder im Studium starte, sondern normal arbeite und nächstes Jahr erst damit anfange, machen meine Freunde halt dann alles andere. Ja, wir standen auf Server 36 wie immer. Die Analyse hierzu gibt es nach diesem Wochenende, weil wir haben ja wieder Gold-Event. Und da will ich auf jeden Fall dann das noch spielen. Voll auf Gold, bevor ich dann wieder umsteige. Oder euch zeige, wie es jetzt aktuell auf dem Server aussieht. Warum leckt das so? Dankeschön. Ja, und wie gesagt, aktuell ist das ein bisschen doof. Ich möchte, ja, ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich so zu Hause sitze, dann habe ich echt nicht mal großartig Lust zu zocken. Ich bin dann am PC oder so und klickt da meine Alu, aber ich habe nicht, zu Hause ist aktuell echt langweilig, muss ich sagen, also ich langweile mich zu Hause. Ich freue mich auch heute Abend wieder, dass wir dann auf die Piste gehen und einfach Spaß haben nochmal. Studien oder das Studium fängt so für die meisten Mitte, was kommt jetzt für den Monat September an. Und ja, und dann sind alle deine oder viele Freunde, also nicht alle von den Studierenden, oder die meisten sind dann alle beschäftigt und du selber dann natürlich auch oder fokussierst dich dann eher darauf und dann werde ich dann halt auch meine Bewerbung für das kommende Ausbildungsjahr schreiben und es ist halt alles ein bisschen doof. 537 zu, ja, 47 sogar. Ich weiß nicht, warum das so leckt. Und ja, deswegen tut mir leid, wenn aktuell, es haben mich auch schon Leute deabonniert, aber ist mir eh egal, wer mich deabonniert und wer mich abonniert. Ich mache meine Videos so, wie ich das möchte und da lasse ich mir keinen Druck machen. Übrigens auf Server 36 haben wir den 38. Raid Camp. Kann ich jetzt eigentlich noch mal kurz reinschlinzen gegen den Yeti. Ja, und die Zeit ich auch mal nutzen, um zu reden. Ja, und zu diesem Thema zu dem Thema kann ich ja schon mal kurz so vorhersagen, werde ich wahrscheinlich auch am Sonntag ein Lagerfeuer machen. Wer das Lagerfeuer noch nie gesehen hat, der wird das dann erfahren. Also, das Thema wird dann sich so mit beziehen, doch mal die Chance zu nutzen, nicht auf seinem Arsch rumzusitzen und was zu erleben. Denn ich erlebe krasse Dinge, jede Nacht eigentlich immer was Neues, Krasses. Und warum leckt fucking Firefox? Boah, ich hasse Firefox, ich hasse Flashplayer. Aber, es gibt ja Gerüchte, oder es ist nicht mal mein Gerücht, dass Flashplayer ausstirbt. Und ich bin mir ja mal gespannt, was Player dagegen tut. Weil der PC ist frisch gestartet, der kann überhaupt gar nicht überlastet sein oder so. Den habe ich gerade erst angemacht. Und da mal normalerweise läuft das alles, also das ist komisch. Und ich habe ja auch hier die Einstellungen draußen, wenig Animation, drin, wenig Animation, also ist einfach lächerlich. Aber weiter geht's im Text. Es wird dann halt in dem kommenden Video darum gehen, also Lagerfeuer, dass man sein Leben doch nochmal, dass man alles ausnutzen sollte. Und das meine ich auch in allen Aspekten, aber dazu wird es dann auch, das gibt es dann nähere Informationen
dann eher am Sonntag zum Lagerfeuer am Sonntag von dem Sir Zirkelot. Gut, auch hier wird voll Gold gespielt. Ich wollte eigentlich irgendwann mal ein Video machen, wie man Gold-Events effizient spielt, aber habe ich nicht gemacht. Sehr beschäftigt, oder ich bin nicht mal beschäftigt, ich bin einfach nur freizeitlich beschäftigt, sage ich so. Und das lasse ich mir auch ungern nehmen. Ja, spätestens im halben Monat oder so hat sich das alles wieder gelegt, weil dann sind alle Leute wieder im Rhythmus, im Alltagsrhythmus. Jetzt ist aktuell ein Teil meines Freundeskreises, die noch etwas jünger sind. Also die sind jetzt, ja, die haben wieder Schule. Und dann haben wir den anderen Teil des Freundeskreises, der fertig ist mit dem Abi. Manche sind ins Ausland gegangen, die sehe ich erst in einem Jahr wieder oder vielleicht auch nie wieder. So muss man das auch sehen. Mit denen habe ich auch Zeit verbracht. Und die, die übrig geblieben sind, die jetzt nichts zu tun haben, mit denen verbringt man jetzt halt sehr viel Zeit und da sieht das jeder anders. Es gibt manche Leute, die haben sich nach dem Abitur, die man gut kannte, irgendwie zurückgezogen. Aber das ist halt deren Ding. Und ja, ich werde es auf jeden Fall nicht machen und ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen verstehen, wenn ich da jetzt nicht so viel bringe. Generell auch Hearthstone. Die neue Expansion kam raus. Und ich habe zwar die Packs gekauft, aber ich habe noch nicht einmal gespielt, weil ich habe gar keine Lust auf Zocken. So, die Leute, die mich im Battle.net haben, die sehen mich bei WoW online, aber ich mache nicht wirklich was bei WoW. Ich will aktuell irgendwie nicht spielen, wo ich mir Leistung bringen muss, sag ich mal so. Wie was so LoL ranked oder Hearthstone ranked oder auch Arena. Ich will mich aktuell einfach nicht beim Zocken aufhängen. Ich will irgendwas Entspanntes machen. Wenn viele Leute, die arbeiten oder so, verstehen, was ich meine, sondern die wollen, wenn die nach Hause kommen, einfach nicht irgendwie sich irgendwas mit rumschlagen, sondern einfach nur ganz in Ruhe das Ding durchziehen. Und so will ich das aktuell auch. Ich möchte einfach nur ganz gechillt was machen. Wenn ihr mich im Battle.net haben wollt, dann schaut mal in den Hearthstone-Videos in die Beschreibung oder vielleicht hier in die Beschreibung. Ich weiß nicht, ob ich das reinpacken werde. Aber einfach in den Hearthstone-Videos unten in die Beschreibung gucken und ja, dann läuft das schon. So, dann müssten wir jetzt eigentlich auf Server 36 mal Verbindung gestört kriegen, weil ja, der Firefox übelst am Absterben ist und das finde ich total super. Kein Level up. Oh, das ist doof. Ich wollte eigentlich jetzt hier nochmal den Turm versuchen und für die paar EP, also da könnte man einen besseren Turmversuch rausschlagen. Vielleicht sollte ich mich auch mal an den Dungeon versuchen jetzt bald. Ja. Und da könnt ihr mich dann eigentlich erreichen. Ich spiele aktuell, wenn ich was spiele, WoW. Und ansonsten ist da großartig nichts. Aber ein Lebenstrank für nur Gold ist auf Server 32 drin. Das freut mich natürlich sehr. Aber so wie der Laden leckt, habe ich eigentlich nicht wirklich Lust, hier in den Laden zu gucken. Das mache ich dann später. Weil das ist irgendwie doof, ne? Der Firefox ist frisch an und es leckt wie Sau. Ich weiß nicht, wie man das im Video sehen wird. Aber generell weiß ich auch gar nicht mehr vom letzten Server-Rundklubsch, was sich alles verändert hat. Auf jeden Fall, meine Skills sind krass geworden. Ich habe letztes Gold-Event schon nur auf Gold gespielt. Auf allen Accounts 320 Alu bzw. 300 Alu. Apropos 320 Alu, ich glaube, auf Server 36 haben wir wieder eine neue Rolle. Das können wir ja später mal nachgucken. Erstmal hier hin, ja. Vielleicht werde ich in Zukunft einfach die Videos auf Chrome machen, weil Chrome macht eigentlich weniger Probleme. Habe ich damals ja auch gemacht, aber irgendwie habe ich keine Lust mehr, Chrome zu starten. Aber vielleicht sollte ich das wieder machen. Weil neulich sind, also die Probleme mit, das war eine Flasche, die Probleme mit Firefox sind irgendwie größer geworden. Wieder. Ich weiß nicht, ob das an irgendeiner Änderung von Player liegt. Ich weiß es nicht. Ja, und jetzt wird auch wieder Gold auf Gold gespielt. Ich kann es nur jedem empfehlen. Spielt Gold und Wert auf Gold. Das macht euch am Event am meisten Spaß. Sage ich nur so. Ich weiß nicht, ob ich vorhin auf Server 35 überhaupt eine richtige Goldquest reingeschmissen habe. Und so auf Non-Pilzer-Accounts kann euch die XP eh scheißegal sein, weil ihr levelt eh lahm. Das müsst ihr euch eingestehen. Ja, hier so mal. Guck mal hier. 7 Minuten, 1,3 Millionen. Sowas wollen wir sehen. So, wo waren wir denn nochmal? Irgendwas wollte ich auf Server 36 gucken, ob wir eine neue Rolle haben. Genau. Jo, 20:48 Uhr ist diese fertig. Ich hoffe, es wird endlich mal jetzt der Gürtel hier mit mehr Alu oder der Herr Hut. Es kann ja nicht mehr. Okay, es sind ja nur noch zwei Rollen. Also es kann nur noch der oder der werden. Aber für dieses Event würde ich mir nach eher den Gürtel, dass man noch 20 Alu mehr spielen kann.
Und ja, das war es eigentlich auch schon. Nicht so viel zum Server zu sagen, sondern eher zu der aktuellen Situation. Trotzdem will ich euch auch mal einen kurzen Einblick in meine Server geben. Was sich auch geändert hat, ich weiß nicht, ob ich diesen Monat Epic Event spielen werde, denn es, ja, den Trick, also den Trick, es gab den Trick, oder es war kein Trick, sondern Player Games hatte im Pilzdealer andere Währung aus anderen Ländern angeboten. Und dann war sowas, ich bin hier gerade auf Brasilien. Der Kurs war so, dass man für 50 € hätte 3600 Pilze jetzt bekommen können. Kurz vor dem Event haben sie es umgeändert und auf einmal ist meine finanzielle Planung auch ein bisschen umgeschnitten. Da ich jetzt aktuell für Unternehmungen so viel Geld ausgebe, weiß ich nicht, ob ich Geld in Pilze stecken möchte für ein Epic-Event. Da muss ich noch mich entscheiden und vielleicht, ob ich da überhaupt noch Geld übrig habe für. Wenn nicht, muss ich halt diesen Monat nur 300 Alu spielen. Es wird mich nicht wirklich verletzen. Ja, weil im Endeffekt bin ich noch mit einer der höchsten Spieler hier auf dem Server. Ich falle ein bisschen im Rang ab, weil meine Epics alt sind, aber meine Skills sind ziemlich stark für die Leute, die hier sind, hier im Rang 22 oder so. Die haben wesentlich schlechtere Skills, aber haben halt die Epics, dass das ausgleicht. Aber das analysiere ich nochmal später nach dem Wochenende in einer 5-Monats-Analyse von Server 36, auf die ich mich eigentlich schon freue. Und mal gucken, weil da hat sich einiges geändert in der Ehrenhalle. Und ja. Es gab da noch andere Tricks, die werde ich aber nicht veröffentlichen. Das liegt einfach daher, weil ich nicht möchte, dass Playa. Es gibt noch Möglichkeiten, billiger Pilze zu bekommen und die möchte ich Playa nicht offenbaren, weil das ist schweinisch, was die machen. Was ich auch herausgefunden habe mit diesen ganzen Dingern, dass zum Beispiel so Länder wie Venezuela oder so Dollar bezahlen müssen für ihre Pilze, obwohl, weil ihre Währung so schwach ist. Das heißt, der Dollar ist viermal so stark wie ihre Währung. Das heißt, sie müssen das Vierfache für das gleiche an Pilze zahlen, wie ein anderer zahlen müsste. Das ist dreckig. Also ich gönne denen sowas nicht. Ich habe gepokert. Ich wollte eigentlich vor dem Pilzevent die 3000 Pilze holen. Also zum Pilzevent. Und habe gedacht, ah, die lassen das doch bestimmt noch bis zum Pilzevent drin. Und nein, haben sie nicht. Und seitdem hat sich mein Kaufentschied doch ein bisschen geändert. Und da müsst ihr mich dann auch ein bisschen verstehen, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich Epic Event spiele. So. Level 248, wir kommen der Bremse näher. Aber dieses Wochenende ist, wenn überhaupt, ein Level drin, wenn wir nur auf Gold spielen. So, dann können wir jetzt alle Skills nachziehen. Alle Turmbegleiter. Und dann machen wir einen Turmversuch noch hier und dann verabschiede ich mich auch schon. Es gibt nicht viel zu zeigen, wie ihr sehen könnt. Und die Analyse von Server 36 kommt später. Aber ich werde mir auf jeden Fall Pilze holen. Natürlich will ich hier weiter 300 Alu spielen. Aber ich denke oder weiß noch nicht, ob das im großen Maße geschehen wird. Ja, und ich glaube, der verspiegelte Nah ist auch nicht das, was ich jetzt angehen möchte. Ich glaube, ich werde in Zukunft mich mal wieder an dem Dungeon probieren, weil ich habe massive Skills zugenommen und habe den noch nicht einmal probiert seit dem letzten Mal. Und das ist ja auch schon ewig her. Meine Skills sind derbe krass geworden eigentlich mittlerweile. Ja, und der verspiegelte Nah, der sieht nicht so ganz super aus. So, das war's dann erstmal. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Es ist ja gutes Wetter. Nutzt es aus. Wir sehen uns dann Sonntag in einem Lagerfeuer-Video und Montag in einer Server-Analyse. Und ich werde irgendwann nochmal die letzten aufgenommenen Hearthstone-Parts irgendwann raushauen. Das mache ich aber langsam, weil es gucken eh nicht so viele Hearthstone. Und wenn ihr da was sehen wollt, dann müsst ihr mir das auch zeigen. Gut, ich verabschiede mich. Ich wünsche noch einen schönen Wochenende. Bis dann, Leute. Ciao.